also auch aus dem Chinesischen. 30 Speichen gehören zu einer Narbe, doch erst durch das Nichts in der Mitte kann man sie verwenden. Man formt Ton zu einem Gefäß, doch nur durch das Nichts im Innern kann man es benutzen. Man macht Fenster und Türen für das Haus, doch erst durch das Nichts in den Öffnungen erhält das Haus seinen Sinn. Somit entsteht der Gewinn durch das, was da ist, erst durch das, was nicht da ist. Und noch einmal die schöne Geschichte von dem Chuangzi. Einmal träumte ich, Chuangzi, ich sei ein Schmetterling, hierhin und dorthin flatternd, Nektar sammelnd, zufrieden mit meinem Schicksal, unbewusst meines menschlichen Seins. Jählings erwachte ich und fand mich wieder, überrascht, ich selbst zu sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich damals ein Mensch war, der träumte, ein Schmetterling zu sein, oder ob ich ein Schmetterling bin, der träumte, ein Mensch zu sein. Zwischen dem Schmetterling und mir gibt es einen Unterschied, und genau das nennt man den ständigen Wandel. Thank you.